Ich bin hier am Deutschen Literaturarchiv Marbach. Das ist das Schiller Nationalmuseum. Das ist das Museum der Moderne. Das. Huch, was ist denn das? Wahrscheinlich wartet ihr auf Schnee und wird dann wahrscheinlich, wenn es schneit, dann losfahren und dann hier sauber machen bei Schiller, wo heute die Sonne scheint und ja, es ist warm. Es ist warm, es ist gar nicht kalt. Da fällt mir ein, es gibt ein Weihnachtsgedicht von, nee, nicht von Schiller, auch nicht von einem Dichter, eigentlich von einem Mathematiker. Theo Lutz hieß der. Theo Lutz. Hallo Weihnachtsmann. Okay. Ich lese euch mal ein Weihnachtsgedicht vor, eben dieses eine besagte von Theo Lutz. Wie gesagt, das war kein Dichter, er war eigentlich Mathematiker, aber hat mit einem Computer 1959, also vor 60 Jahren, hat er mit einem Computer ein Gedicht gemacht, ein Weihnachtsgedicht. Und dieses Weihnachtsgedicht, achso, nee, ich dachte, er hat was gesagt, hat er nicht. Dieses Weihnachtsgedicht geht so. Und kein Engel ist schön. Jeder Schnee ist kalt und nicht jeder Engel ist weiß und nicht jeder Schnee ist still und kein Friede ist kalt und kein Engel ist hell und jeder Friede ist still. Kein Friede ist weiß oder der Engel ist weiß oder ein Christbaum ist kalt und nicht jeder Friede ist schön. Und ein Christkind ist leise. Jeder Nikolaus ist still oder nicht jedes Kind ist still oder der Wald ist kalt und kein Engel ist schön oder kein Engel ist schön oder der Schlitten ist still oder das Kind ist weiß. Der Schnee ist kalt und jeder Friede ist tief und kein Christbaum ist leise oder jede Kerze ist weiß. Oder ein Friede ist kalt, oder nicht jede Kerze ist rein, und ein Engel ist rein, und jeder Friede ist still, und jeder Friede ist weiß, oder das Kind ist still, ein Engel ist überall.